In unserer Serie Landwirtschaft geht es heute um Milchbauern. 4.800 gibt es in der Steiermark und Anfang September präsentieren einige von ihnen ihre Produkte beim Milchfest in St. Marein-Feistritz. Von den vielfältigen Vorbereitungen berichtet Bettina Zeierz. Wenn Sie einen Liter Milch kaufen oder 20 Decker Käse, schauen Sie auf den Preis. Welcher Wert steckt aber hinter so einem gentechnikfreien Lebensmittel? Die heimischen Landwirte bemühen sich, das dem Konsumenten zu vermitteln. Latschen ausreißen auf der Weinmeisterbodenalm. Man nennt dies Schwenden. Wer glaubt, für die Jugend am Land, die Murtal, sei das eine gewohnte Arbeit, der irrt. Rinderbauern haben gemeinsam mit der Landjugend ein Projekt gestartet, um klarzumachen, wie viel Arbeit hinter einem Liter Milch steckt. Heutzutage ist es leider nicht mehr so. Auch ich bin von keinem bauerlichen Betrieb. Aber ich denke mir, es ist wichtig, dass wir das Leben auf der Alm kennenlernen, dass wir einen Umgang mit den Viecher kennenlernen. Und deswegen haben wir beschlossen, also so ein Projekt zu starten. Nicht nur die Landjugend, auch die Konsumenten wissen kaum noch etwas über die heimische Milchproduktion. Ein traditioneller Almabtrieb Anfang September in St. Marein-Feistritz wird dazu genutzt, mit dem Rind auf Tuchfüllung zu gehen. Das Ganze mehr oder weniger findet dann den Abschluss mit dem steirischen Milchfest, das vom 7. bis 9. September stattfindet, wo das Ganze auch präsentiert wird mit einer wirklich großen Milchstraße, wo Joghurt, Butter, Käse, es wird da eigentlich alles geboten. Karl-Heinz Ecker und der Gastronom Peter Dietrich planen schon, wo alles im 1000 Gäste fassenden Zelt zu finden sein wird. Ich hätte mir vorgestellt, dass wir da vorne den Ochsengrün. Und ich glaube, auf der Seite werden wir nachher Milch und Käse verkosten. Verkostet wird, was in der Region heranwächst und veredelt wird. Zum Beispiel preisgekrönte Käsesorten, die in der obersteirischen Molkerei im Zeltweg heranreifen. Wir sind eine sehr kleine Manufaktur, kann man fast sagen. Wir produzieren im Jahr ca. 5.500 Tonnen. Die Top-Milchqualität ist eine Grundvoraussetzung, dass man einen super Käse erzeugen kann. Für die Produktion von einem Kilo Käse braucht man übrigens 11 Liter Milch. Und genau darüber wollen steirische Milchbauern mit den Konsumenten und der Jugend reden. Bei Schwendaktionen oder auch beim Milchfest im Murtal.